Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute fahren wir die Linie, die Halloween-Linie. Nächtlichen Bad Hügelsdorf. Ja, es ist mehrere Anläufe, mein Spiel leckt. Auch mal gut. Aber wie gesagt, komm, wir fahren heute mal in den nächtlichen Bad Hügelsdorf. Die Halloween-Linie. Und ich muss kurz die Zeit zurückstellen. Ich habe nämlich eben schon gefahren. 23.50, 23.50. So. Zurück. Machen wir mal die Murmel an. Bus an. Das an. Alles, was wir hier brauchen. Das fährt noch hoch. Die Heizung habe ich. Ich habe nicht fahren gemacht. Das ist auf jeden Fall so ein, ist eingestellt, weil ich jetzt eben schon mal ein Video hatte, aber leider ging der FPS-Zahl schon wieder nicht. Das ist nervig langsam. Lästig langsam. Ich habe auch jetzt, ich weiß jetzt auch, wie man den Fahrplan hier aktiviert. Der wird schon wieder nicht angezeigt, das ist doch zum Kotzen. 00, 00. Wir sind zu. Also. Leitstelle für Wagen 503. Ja, den lösen wir jetzt mal ab. Hier unten, das Symbol, drückt man drauf und dann lädt er direkt den Fahrplan. Das ist ein Vorteil. Ja, dann. Oh Junge, leckt das! Leck Day! Jetzt wäre es noch, wenn Butterhülse mit abschmiert. Das wird auch natürlich. Pff, der Hammer. Mal Motor an. Das an. Also. Kann sein, dass es ein bisschen laggt ab und zu. Kann sein, dass ich jetzt gleich ein paar Programme schließen muss. Ich sehr viele. Warte mal. So, Leute. Ich kann jetzt nichts dafür. Ich ruckel gerade nicht weg. Scheiße. Wir müssen jetzt mal die Hilfspfeile anlassen. Weil sonst weiß ich mich nicht, wo es lang geht, weil Omni Navigation nicht will. Servus. Ich habe gehört, es gibt diese Kombikarten. Vielen Dank. Grüß Gott. Hallo. Bitte. Dankeschön. Ich brauche eine normale Fahrkarte. Dankeschön. Dankeschön. Ich mach's jetzt mal schnell. Nicht so lange dauert, mache ich das mit STRG und T. Damit das alles schnell geht jetzt, damit wir das alles schnell über die Bühne haben. So, eben im Video habe ich auch nicht richtig wenden können, weil ich so weit vorgefahren bin. Sorry. Ich lädte die Karte hier nach, weil ich eben schon hier gefahren, aber muss ich mal gucken, woran das liegt, warum das leckt während der Aufnahmen. Aber ich habe mir gedacht, komm, scheiß auf Lecks, wir fahren trotzdem. Ist halt wie ein Daumenkino gerade. Sorry, tut mir leid. Jetzt lädt er länger hier nach. Tut mir leid, dass es wie im Daumenkino ist. Aber was das Komische ist, nach der Aufnahme ist die Partikel auf Safe wieder flüssig fahren. Muss ich mal gucken, woran das liegt. Vielleicht kann es auf an OBS selber liegen, weil OBS anscheinend sehr viel zieht. Muss ich mal einen stärkeren Prozessor kaufen. Aber leider kann ich kein Geld scheißen. Schön wäre es. Schön wäre it.
Schön wäre es, wenn man Geld scheißen könnte, dann wäre ich jetzt reich. Ich bin reich von jetzt auf gleich. Naja, ich hoffe, das funktioniert jetzt alles einwandfrei beim Schneiden. Ups, sorry. Hey Leute, ich guck grad nebenbei ein bisschen auf meinen anderen Monitor, da ist mein OBS geöffnet, dass so alles läuft. Lex kann ich nicht vernünftig fahren. Tut mir leid, aber ich kann da wirklich Lex nicht wirklich fahren. Wartet mal, Pause. So Leute, ich habe jetzt mal was in den Aufnahmen geändert. Ich hoffe, das passt jetzt. Ist mir jetzt scheißegal. Wir fahren jetzt einfach, dass auch wenn es ruckelt. Nächstes Jahr Halloween hoffe ich, dass es dann nicht mehr ruckelt. Wenn wir vielleicht über Tügel dann nochmal fahren. Vielleicht fahren wir dann auch was anderes. Oder seht ihr das? Ich kann nicht mal durch. Halt nicht wirklich richtig fahren dadurch. Ein Ruckelfest hier halt. Aber es ist mir egal. Ich dachte, ihr wollt das sehen. Das ist bei Minecraft, das kann ich nicht aufnehmen, weil OBS sich öffnet. Dann öffnet sich Minecraft, dann schließt sich Minecraft. Wenn ich OBS öffne, ist es halt scheiße. Ja. Junge, was ist? Während der Aufnahme so. Ah ja, egal. Ich habe eine andere Idee, Leute. Warte, wenn wir jetzt im Waldeck sind, habe ich eine andere Idee. Und mein OBS sowieso nicht funktioniert. Mein OBS, Quatsch, mein OBS funktioniert ja. Den nehme ich hier gerade auf. Hahaha. Nee. Da mein die Navigation sowieso nicht funktioniert, fahren wir jetzt mit Hilfsverein gleich. Das heißt, ich würde es. Ups, hinkommen. Da mein Omni-Navigation nicht funktioniert, weil es anscheinend nicht laden kann dabei, machen wir das jetzt so. Wir halten jetzt hier. Bleiben wir jetzt stehen. Mach jetzt mal kurz auf dem Desktop, da habe ich mein Ausfinde. So. Mit der Weg schon zu. Aber jetzt läuft schon ein bisschen besser. Weil am Navigation zieht ja auch viel. Aber seht euch jetzt mal an. Keine Ruckelparty mehr. Läuft einwandfrei. Jetzt ruckelt noch ein bisschen. Also wirklich ruckelt es nicht mehr. Also es läuft jetzt flüssig. So einigermaßen. Wie es laufen soll. Bevor ihr fragt, ich habe einen Prozessor. Bevor ihr fragt, mir ist gerade aufgefallen. Ich habe ja die
die anderen KI-Menschen vergessen mit dem Geist. Egal. Machen wir nächstes Jahr Halloween. Ich habe keinen Bock, schon wieder die Aufnahme von neu zu starten. Wäre ein bisschen kacke, wenn ich die Aufnahme schon wieder von neu starten müsste. Ich bin ein bisschen blöd bei vorkommen. Ja. Du, Heinz, vielleicht hast du dein Handy. Kannst du deinen Wechselfluss liegen gelassen haben? Ich habe hier gerade eins gefunden. Bin ich dann später vorbei. Ja, fantastisch. Da wird er sich freuen. Ah, interessant. Interessant mal so dem Funk zuzuhören. Also so labert. Dünnschiss labert. Dieses Jahr zu Halloween haben sie sich einfach nicht verkleidet. Und dieses Jahr zu Halloween verkleidet sich Bartügel zwar wieder. Krieg ich schon hin, irgendwie. Leute, jetzt kennt ihr das. Ihr atmet mit. Brecht und dann. Hier. Meine Nase ist zu, Alter. Ich krieg keine Luft dadurch. Nicht wirklich. Quatsch. Kräuter. Was war das? Wie ist hier die Stelle? Kräuterkundler. Aber der MRM bietet sich auch perfekt dazu an, diese Shuttlebuslinien zu fahren. Ich wollte jetzt mit meinem gemoddeten C2 drüber fahren, aber ist mir eingefallen, der kriegt das vielleicht gar nicht hin, weil das nur für Solobusse gemacht ist, höchstwahrscheinlich. Dass man. Ach, seid doch da hinten einfach leise! Könnt doch froh sein, dass ich euch mitnehme! Was wollte ich sagen? Ach so, ja. Wenn ich mit meinem gemoddeten C2 hier. Warte, war der verstört? Baum auf der Straße? Wenn ich mit meinem gemoddeten C2 drüber gefahren wäre, das wäre ein bisschen riskant gewesen. Weil er hätte das höchstwahrscheinlich nicht laden können. Also wird doch laden können schon. Aber der zieht höchstwahrscheinlich auch sehr viel FPS. Das heißt, der hätte das. Einerseits, ja, es wäre das, glaube ich, nur für Solo-Buslinien gewesen. Das heißt, er hätte das gar nicht geschafft. Weil der ist 18 Meter lang. Und hätte das gar nicht geschafft, hier rumzufahren. Und ja, deswegen habe ich gesagt, komm, nehmen wir den klassischen MAN von Bad Hügelsdorf. Der passt dazu. Der ist auch im Halloween-Design. Ich kann ein Halloween-Design für den gemoddeten Bus erstellen. Und dann können wir mit dem auch mal fahren. Und ja. Erstmal chillig, mir ein bisschen mit dem Bus hier durch die Gegend zu brausen. Auch wenn wir gerade nur 70 fahren. Na egal. Wenn mein Freund und mich. Und ja, was macht ihr heute eigentlich an so an Halloween? Also ich. Weiß ich nicht, was ich mache. Vielleicht geht mit ein paar Freunden raus, erschreckt ein paar Kinder. Nein, ich klaue denen schon nicht die Süßigkeiten, aber zu Halloween gehört es ja dazu, dass man andere Kinder erschreckt. Oder was heißt andere Kinder erschreckt? Dass man andere erschreckt. Wollte ich bei den kleinen Kindern halt auch machen. Also nicht bei den ganz kleinen, nicht bei Babys. Die wollte ich nicht erschrecken. Oder bei kleinen Kindern so. Also bei Sechsjährigen würde ich es jetzt auch noch nicht machen. Aber Kinder, die schon etwas älter sind, da würde ich die gerne von hinten erschrecken. Und so sagen, buh! Und ich würde die dann halt so gerne erschrecken. Es macht halt Spaß, Kinder zu erschrecken. Also an Halloween. Ich erschrecke die natürlich nicht. Wenn wir kein Halloween haben, erschrecke ich die nicht.
außer die Leute haben mich vorher geärgert, dann erschrecke ich sie natürlich, aber wenn hier die Leute mich vorher nicht geärgert haben und kein Halloween ist, dann erschrecke ich die Leute halt auch nicht. Das ist logisch. Erklärt sich, glaube ich, von selbst, oder? Also für die Leute, die lieben gerne mal Kinder erschrecken. Auch wenn die Kinder nichts gemacht haben, erschrecken sie lieben gerne mal die Kinder. Und da bin ich nicht so ein Fan von, weil ich mag es nicht, wenn man Kinder erschreckt, die einem nichts getan haben. Und da hat man schon ein bisschen Respekt vor den Kindern zu haben. Und deswegen möchte ich nicht, dass die Kinder erschreckt werden, auch, wenn kein Halloween ist. Wie wir einfach gerade... Boah, Junge. Ich muss mal kurz Fernlicht anmachen. Ich sehe nix. Wir können mir Scheiben kurz drauf machen. Ich sehe nämlich heute die Scheiben nix. Oh, das sieht aber voll cool aus hier. Da drüben. Das sieht nur spenstisch aus, aber finde ich cool. Kann ich wieder ausmachen. Minze. Bitte halt das Schild. Bordflugplatz. Ah. Erste Ausfahrt und ich muss umdrehen. Kann ich verstehen. Alt. Sieh. Bist raus. Okay. Hier raus. Man muss sich auch ein bisschen an die Regeln halten, wenn man ein Video macht. Da muss man ein bisschen vorbildlich sein. Ach, sei doch leise, Junge, 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 Junge. Warum funktioniert mein Spiel eigentlich nicht? Ja. Weil ich mir irgendwo so eine Einstellung eingestellt habe. Ach so, stimmt, ich habe was in den Einstellungen. Ach, Junge! Raus! So, ich hatte was in den Einstellungen ausgeschaltet. Ich hatte keine drin. Und ich muss aber ökonomisch reinmachen, dass der auch die Außenspiegel anzeigt. Weil es muss realistisch sein. Man muss ja mit Außenspiegel fahren. Auch wenn es jetzt vielleicht wieder ein paar Lecks gibt, aber das juckt mich jetzt gar nicht. Obwohl, es geht eigentlich jetzt flüssig. Weil das ja, was ich jetzt fahre, geladen hat. Hallo? Warte. So. Stimmt, am Dino-Park fahren wir jetzt auch vorbei gleich. Ich will mal wissen, wie der Dino-Park in Halloween aussieht. Ich bin noch nie die Halloween-Shuttle-Linie gefahren. Deswegen. Oh, Junge. Sorry. Ein bisschen langsam aufs Gas drücken. Kurve. Leitstelle für Wagen 507. Oh, nicht mehr. Oh, ich hasse diese Funklang haben. Mein Bus macht seit ca. 5 Minuten eigenartige Geräusche. Hört sich an wie ein Schleifen. Ja, der Motor schleift. Die Fahrt bitte an der nächsten Haltestelle unterbrechen. Wir schicken einen Werkstattwagen. Dankeschön. Kein Problem. Kräuterkundler. Jetzt gerade irgendwie jemand auf Snap geschrieben, weil mein Handy gerade vibriert. Egal. Gucken wir später. Erstes Video, dann das Vergnügen. Und hier wird auch nichts gecuttet. Das Video wird einfach so, wie es hoch ist, hochgeladen. Mit Intro und Outro. Und weil ich habe keine Lust, das alles zu cutten. Das ist, da hänge ich ja bis morgen früh noch hier dran in dem Video. Und da habe ich keine Lust drauf, ganz ehrlich. Sorry. Boah, Junge, was ist denn das? Das Bremsen, Junge. Hallo?
Halli, hallo. 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 Man muss das nicht übertreiben. Muss die Leute jetzt nicht hier ärgern. Leute ärgern mich auch nicht. Waldmanns Heil, ups. Waldmanns Heil! Waldmanns Dank! Wo ich auch immer das aufgeschnappt habe. Aber ich find's lustig. Boah, Junge, ach, das ist eine Kurve hier. Wir machen jetzt, ich bin kein Ahnung. Entgegen, guck mal, kurz Fernlicht an. Sieht ja keine Sau was. Boah, Junge! Mann! Da stand ein Skelett und ich so, oh! Ich hab das Lenkrad fast verrissen. Boah, gut. Kann mal passieren. Meine Güte, wie fährt der denn? Sorry. Da würde ich nicht auf die Bremse treten, wäre der alle tot. Da seid ihr auch schon alle tot. Ihr seid im Himmel. Da kommt ein Auto. Mal mit Fernlicht aus. Ich kann die zwar nicht im Spiel blenden, aber ich mach's wie in der Realität. Hier denn? Dann sehen wir wenigstens was. Wir haben Langeweile. Doch mal lustig, dass wir mal Langeweile haben. Doch mal schön, dass wir mal Langeweile haben. Ja, was für deine alten Beine sind, das interessiert keinen hier. So, Licht aus, brauchen wir nicht gerade. Alles schlecht, immer hier so aus. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Bevor wir wieder rum sind, machen wir es wieder an. Boah, der hat seinen Führerschein auch im Lotto gewonnen. Richtig. Den gab's, ich habe 6 richtige im Lotto gehabt. Gab's den Führerschein gratis dazu. Als kein Trostpreis. Sollte den als kleinen Trostpreis kriegen. Oh Junge, was ist denn das? Ja, das meine ich, dass der Bus manchmal nicht so gut bremst, deswegen fahre ich auch nie mit, meistens mit MAN, außer mit dem. Komm jetzt mal freundlich. Guten Tag. Hallo. Ich hätte gerne ein Tageskarte. Machen wir mal so. Tageskarte. Einzeln war das, glaube ich. Nee, Wolben. Was war das hier? Tageskarte. Ach, das steht auch da. Danke für die Fahrkarte. In dieser wunderschönen Stadt haben Sie bestimmt Touristentickets, oder? Oh, Junge, wo haben wir das denn? Na, hier. Wunderbar, vielen Dank. Egal, ob wir jetzt 4 Minuten zu spät sind, dann sind wir halt 4 Minuten zu spät. Was will man machen? Jetzt geht es Richtung Gewerbegebiet Hoberg. Ich habe mal diese Orgel-Dings. Ne, das haben wir jetzt nicht. Mache ich immer hier den Blinker an? Angewohnheit anscheinend. Eine blöde Angewohnheit. Blinker hier anmachen. Boah, Junge. Boah, sieht man das? Sieht man das so weit? Gerade einfach. Hier auf dem Gras fuhr. Das hat keiner gefilmt.
Nee, war. Okay, war mal ein schlechter Witz. Geht hier, gut. Hier muss ich weiter durch. Wird jetzt heute mal ein längeres Video. Beim Schneiden wird alles länger, aber. Also, ich lasse jetzt alles uncut. Ich mache nur Intro. Bisschen gruselige Musik drunter. Und, mal ein Outro und dann war's das auch. Dann wäre das Video auch gelaufen. Große Dollenstraße. Schweigroter Platz, große Dollenstraße. Oh, Junge, wie viel fahren wir denn hier eigentlich? Ich habe mir Schweigroter Platz ja diese Orgelkacke, Orgelmusik am Anfang der Ansage. Gibt's auf jeden Fall eine Ansage. Ich glaube, am Hauptbahnhof war die gar nicht. Am Hauptbahnhof kommt dieses, glaube ich, grässliche Lachen. Naja, ich weiß es gerade nicht mehr, wie die Ansagen sind. Ich habe sie mir mal durchgehört. Aber ich weiß nicht mehr wirklich, bei welcher Ansage was kommt. Junge, du bist... Leute, stellt euch mal vor, ihr seid der Busfahrer hier und ihr fahrt um Mitternacht, um 23:45 fahrt ihr diese Linie und ihr fahrt einfach ganz alleine auf der Straße und es ist kein Verkehr. Wäre so gruselig. Ich weiß nicht, ob es Städte gibt, die eine Halloween-Linie... Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob es Linien... guck mal, kommt ein Auto. Ein Auto. Nee, ich weiß nicht, ob Städte hier Dings haben, Halloween-Linien. Also Shuttle-Linien, Halloween, wie ich jetzt gerade fahre. Weiß ich nicht, aber wenn es solche Städte gibt, werden die Busfahrer sich auch gruseln, weil Halloween fährst du dann als einziger Bus auf der Straße die ganze Zeit hin und her. Und das müsste ja auch irgendwann bekloppt vorkommen. Also bei dieser Halloween-Linie fährst du jetzt gleich auf dem Betriebshof. Aber, halt schon gruselig. Muss ich hier runter? Blinker ist auch richtig gesetzt. Auch richtig geguckt. Warum ist das so früh? Kann ich hier auch bremsen? Oh Junge, ich muss aber so bremsen, dass ich die Ampel auch dann noch sehe. Weiter vor. Gerade etwas. Machen wir jetzt so. Ampel ist grün, das heißt, wir können fahren. Es gibt immer so einen schönen Spruch, wo kein Schnelllicht kann gelaufen, wo kein Schnelllicht kann gelaufen werden. Und so sehe ich das auch gerade, wo kein Schnelllicht kann schnell gefahren werden. Aber wie gesagt, das ist alles uncut. Und ja. Bus, gib mal Gas. Ach, stimmt, okay. Ich kann nicht so viel Gas geben, weil der Bus muss jetzt ja irgendwie hochkommen. Obwohl, ich kann Gas geben, ich muss ja nur lenken dabei. Wie so schön immer die Fahrgäste sagen, bremsen vor dem Lenken. Also sagen sie bei mir jetzt auf Hamburg, weil ich die... Ich hab die jetzt ein bisschen umgetauscht, die Stimmen. Hamburg muss ich mal gucken, warum das nicht will. Ab Reeperbahn ist Schluss, aber ich denke mal, das liegt daran, dass ich Hamburg mal nur einmal zur Hälfte installiert habe, einmal komplett. Ich habe es aber noch am anderen Laptop, am anderen PC. Eigentlich ein Laptop. Da baue ich Hamburg ein bisschen um und schicke mir das auf per E-Mail dann an meinen PC. Keine Sorge, wenn ich fertig bin damit, werdet ihr das auf jeden Fall zu Gesicht bekommen. Und ja, wir fahren 80, glaube ich, in einer 70er-Zone. Hier steht irgendwo ein Blitzer. Blitzer. Hier steht ein Blitzer irgendwo links. Wir müssen irgendwo... Wagen 566 an Leitstelle. Leitstelle hört, was gibt's? Och, hier wollen Leute so. Ich glaube, ich habe einen schleichenden Platten. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt bis zur Endhaltestelle weiterfahren oder die Fahrgäste jetzt rausholen? Nein, bitte zur nächsten Haltestelle fahren.
Abend dort den Bus abstellen. Wir schicken einen Ersatzwagen. Ja, okay, ist gut, dann weiß ich Bescheid. Ab geht's zum Dino Park. Dino Park. Heute geht's zum Dino Park. Toll würde ich es finden, wenn sie noch solche Gruselsonderansagen machen würden. Das wäre wirklich eine gute Überlegung. Ja, genau, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen am Dino Park. Wo sind hier heute? Ja, jetzt bin ich gespannt, wie der Dino Park aussieht. Aber vor allem, das wird so ein langes Video. Ich glaube, ich nehme jetzt schon über eine halbe Stunde auf. Aber die Zeit habe ich einfach für euch. Ich habe keinen Blinker. Also ihr seid mir die Zeit wert. Also meine Community ist mir auf jeden Fall die Zeit wert. Oh Junge. Jetzt habe ich aber Kurve zu spät gesehen. Naja, egal. So. Einmal hier rein. Also ich frage mich bis heute, wie sie diese Lichter gemacht haben, dass die Dinos leuchten. Lichter. So dass die Dinos so beleuchtet werden. Frage ich mich bis heute, wie sie das hingekriegt haben. Okay, der Dino Park sieht anscheinend, so wie es aussieht, ganz normal aus immer. Wie immer. Deswegen so. Nee, der sieht dann hier normal aus. Oben schwebt ein Kürbis in der Luft. Warum auch immer. Da steht ein Kürbis. Haben sie den Dino? Hier steht auch noch ein Kürbis. Haben sie den Dino? Hi. Hi. Das ist anscheinend sowas wie immer. Ein Normalticket, bitte. Dankeschön. Weil wir so viel Verspätung haben, mache ich jetzt mal auf die Schnelle mit STRG und T. Voilà. Sorry, falls ihr das Mikro jetzt gehört haben solltet. Sorry Leute, ich muss ein bisschen... Weil so eine Busfahrt, so ein Halloween-Shuttle kann auch irgendwann mal langweilig werden. Oh. Können Sie mal anständig fahren? Ja, kann ich auch. Junge, was macht der denn auf der Straße? Hallo, will er sich umbringen? Und zwar Halloween, aber wir du brauchst jetzt keinen Schreck einjagen. Sieben Minuten Verspätung. Na, holla die Waldfee. Wollen Sie vielleicht auch mal geradeaus fahren? Würde ich geradeaus fahren, würden wir ins Gebüsch fahren. Mann, ey. Denk doch mal ein bisschen mit. Ich wäre sonst immer so einen schlauen Kopf. Jetzt könnt ihr auch damals mal ein bisschen mitdenken. Fernlicht hier an. Ich weiß nicht, kann man die Autos hier blenden? Frage ich mich die ganze Zeit, ob man die Autos mit dem Fernlicht blenden kann. Also, fragen würde ich mir jetzt nicht, aber das ist eine Frage, die mich schon lange interessiert. Kann man Autos blenden mit dem Licht? Muss ich mal die Omnisekunde. Ah, Junge, ich hab's heute auch mit meinem Deutsch. Muss man die Omnisekunde-Community fragen.
Wir nehmen seit 35 Minuten hier auf. Wärst du mein Mitarbeiter, wärst du bei dem Fahrstil morgen deinen Job los. Ja. Wärst du mein Mitarbeiter, wärst du bei diesem Gemecker den Job los. Weiter vor, wir haben zu bremst. Komm, das hab ich erst. Ups. Komm. Wir müssen stehen bleiben, das ist rot. Auf der Ampel saß sogar gerade hier, na, sag mal schnell, so ein Kürbis. Bleibt hier. Wer denn ist? Boah, Pech gehabt. Dann habt ihr Pech gehabt. Wart auf euch nämlich nicht. Da steht ein Blitz, da ist schon ein Blitz, habt ihr den gesehen? Jetzt haben wir die Orgel. Habt ihr es gehört? Am Hauptbahnhof hatten wir jetzt diese Orgelmusik. Oh Junge, die Straße ist ja wieder runter. Ich hab hier vergessen. Junge, hör auf zu meckern, Alter. Mann, Mann, Mann. Seid froh, dass ich überhaupt wegfahre. Ich kann nur sagen, nö, kein Bock. Aber ich mach's trotzdem. Das wird wirklich ein längeres Video. Junge. Klau mir doch nicht einfach jetzt die Spur. Ja. Wer Spur klauen, verstehe ich keinen Spaß. Könnten Sie bitte etwas ruhiger fahren? Sorry. Anscheinend sind die Ampeln so mitternachts geschaltet, dass sagt mal schnell der hier. Genau, ich hab's gleich. Halloween Shuttle dann pünktlich ankommt. Oder was heißt pünktlich ankommt, dass er eine freie Fahrt hat. Ich kann mit Gefühl fahren. Nur wenn ich mit mehr Gefühl fahre, muss ich anfangen zu weinen. Also, nur mit mehr Gefühl und nicht heul. Selbst nachts fährt ein Krankenwagen. Oh ne, jetzt fährt der vor uns. Junge. Komm, fahr! Junge, bieg doch ab, Junge. Du nervst mich ein bisschen. Junge, 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 Junge. Und wenn das alles uncut ist, das heißt ungeschnitten, dann sind wir, glaube ich, bei einer Stunde Fahrt jetzt. Wenn ich jetzt natürlich alles cut mache,
mit Cut mache, kann ich mich dran aufhalten. Ich werde das bis morgen dann nicht fertig haben, vergiss es. Achso, da muss ich rein. Wo muss ich hin? Bahnsteig 5. 4. Scheiße. 4. Also müssen wir mal drehen. Klar, andere tanken den Bus nicht, du kriegst dann dafür einen auf die Mütz. So ist es normal. Achso, jetzt sind wir eine Runde gefahren, jetzt geht's zum Betriebshof. Okay, gut, anscheinend hier so. So langsam gesprochen und dann einfach so ein Hall hinzugefügt. Ist doch auch mal lustig. Mal was Neues für Omsi. Das hat, glaube ich, gar kein... So viel ich weiß, hat er gar keine Add-on-Halloween... Halloween-Linie. Oder hatten ein Add-on? Irgendein Add-on, außer aber Tügelsdorf eine Halloween-Linie? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Nee, es hat keine andere Linie. Wow. Keine andere Linie, keine andere Karte hat das, glaube ich. Deswegen ist es mal ganz lustig, mal so eine Halloween-Linie zu fahren. War mal ein bisschen entspannt. Ein bisschen, zwar ein bisschen zu spät, aber interessierte mich nicht. Ich krieg trotzdem mein Geld dafür. Nein, ich krieg kein Geld dafür. Aber es ist mal ganz lustig, sowas mal zu fahren. Ein bisschen Kopf. Also nicht irgendwas im Kopf, sondern hier auf der Kopfhaut. Im Kopf tut mir gerade ein bisschen weh. Die Ampel wird mal schnell grün. Macht keinen Spaß, hier eine Ampel rum zu gurken. Ja, jetzt hat der noch... Oh. Nee, egal. Mir gleich. Ja, und Leute mit Freunden ist und die ein bisschen eine Schüssel haben. Also ein bisschen eine Schüssel haben, ein bisschen übertrieben. Im Kräftchen an der Schüssel. Wenn sie das sieht, ist mir sorry, egal. Hat keiner gesehen. Ich bin da über Rot gefahren. Ich war ein kleiner Gangster. YOLO.
Hallo. Grüß Gott. Hallo. Guten Tag. Eine Fahrkarte bitte. Danke für die Fahrkarte. Kein Problem. In dieser wunderschönen Stadt haben Sie... Wunderbar, vielen Dank. Ja, kein Problem. Bitteschön. Moment. Sorry. Und oh, bruh, es wird Betriebsversorger zweimal angezeigt. Skandalös! So skandalös! Ich weiß nicht, ob ihr das hier rechts sehen könnt. Hier. Da. Hier wird Betriebshof zweimal angezeigt, aber ich denke mal, das hat seine Richtigkeit, warum das so ist. Oh! Zum Glück habe ich keinen Kollision an. Ups, das habt ihr jetzt mal nicht gesehen. Das schneide ich wirklich raus. Was ist kleine Dönschuss? Falsche Haltestelle. Ups. Ich habe zwar gesagt, ich mache zwei Videos mit Halloween, aber da oben ein OBS bei Minecraft irgendwie nicht wollen. Wie gesagt, mache ich das nur eins draus. Und ja. Dann fährt ihr echt eine gesenkte Sau. Deine Mutter auch. Nee, kann ich nicht. Aber mit deinem, du mit deinem Gesülze immer. Mal extra Senf dazu haben. Mit extra Curry. War extra scharf. Mach dich Curry, aber extra scharf. Schön, es steht eine Nachtbuslinie. Ich stelle wirklich die N7. Hallo. Gut. OBBH, Ihr Partner im ÖPNV. Also. Den gleich nehmen wir fahren. Also das ist Nachtrepaint. Geht nach Mühl Mark auf Bertholdplatz. Wie heißt die Haltestelle? Die Ansagen eigentlich aufhängen? Sonder. Wir kommen immer gleich. Ich will mal wandern. Die Menschen. Date. Das Bild schon updaten? What the fuck? Okay. Machen wir gleich. Ach, da bei Ansagen war das, glaube ich. Ah.
Wagen 512 an Leitstelle? Leitstelle hören. Meine Hintertür schließt nur sporadisch. Tja, Wagen 512, das kommt davon, wenn man immer später auf Arbeit ist, wie man soll. Guck mir gleich an den Königsring. Ich kann mal hier auf die Busspur fahren. Mal geradeaus durchfahren. Haben wir eigentlich auch gleich schon geschafft. Da hier wollen wir tauschen, okay. Logisch, ich mal kurz halte. Muss eigentlich so halten. So. Gucken wir nochmal Systemeinstellungen ansagen. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte treten Sie von den Türen zurück, um eine reibungslose Weiterfahrt zu ermöglichen. Vielen Dank. Boah, okay, die sind ganz normal. Sehr geehrte Fahrgäste, leider konnte die aktuelle Haltestelle nicht ordnungsgemäß angefahren werden. Bitte lassen Sie beim Aussteigen besondere Vorsicht walten. Okay, nee, das, die haben die nicht verändert. Schade. Wäre aber lustig gewesen. Oh, hier, zum Glück wird die Ampel gerade rot. So. Einmal hier rum. So. Das verstehe ich auch nicht, warum die Straße da hell ist und dann wird es wieder dunkel. Durch den Außenspiegel, weil eben braucht man den ja nicht wirklich, weil da niemand war. Okay, es kann immer jemand auftauchen, das sollte man niemals vergessen. Ja, hier endet komischerweise manchmal ein bisschen die Karte. Kommt aber drauf an, wie man PC. Wie mein PC das rendert. Er rendert manchmal das nicht richtig. Deswegen endet manchmal, nicht endet, sondern manchmal eine Karte einfach eine Lücke, die jetzt eben da war eine Lücke in der Karte. Warum auch immer, das war eigentlich nicht geplant, dass da eine Karte, eine Lücke war. Nee, dass da eine Lücke in der Karte war. Also jetzt hier, da einfach nichts ist. Da ist eigentlich was, nur mein PC konnte das anscheinend gerade nicht rendern. Ups, der wollte auch irgendwo aussteigen. Komm, raus alle. Hör zu und ich würde mal sagen, Abfahrt. Na also, ja, muss ich mit dem Bus vorfahren, diese Kackschranke aufgeht. Betriebshof, stellen wir uns jetzt hier rein. Ah ja. Da kann ich gar nicht. Hier reinstellen.
Perfekt. Dann. Was perfekt. Perfekt. So Leute, ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung, Daumen hoch und Abo da. Bin mir sehr, sehr freuen. Haut rein, also Reds und viel Spaß am rein. Ciao, Leute. Tschüss. Happy Halloween.